Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich weiß nicht, ob das schon der letzte Part ist. Auf jeden Fall lösen wir jetzt das letzte Geheimnis. Na, wer ist das wohl, hä? Ich glaube, ihr wisst es schon, oder? Der sieht lustig aus, dieses Jahr, der Harry. So. Genau, jetzt kommen nämlich die 5 Bonuskarten, die wir noch bekommen. Die müssen wir schnell sammeln. Da schweben sie. Ach nee, die haben diesmal kein Serpent, geil. Boing. 76. Boing. 77. 78. Jetzt weiß ich nicht, wo die anderen sind. Ich schau mal nach. Hier gibt es nur noch Bohnen, das finde ich sehr, sehr schade. Und Kesselkuchen, Kürbispasteten. Mann, ich sag immer das Falsche. Oh, da war ein Kesselkuchen. Es kotzt mich an, dass ich immer das Falsche sag. Gib her. Da hinten war eine, ich hab's gesehen. So. So. Noch die letzte, die müsste irgendwo hier hinten sein. Na los, komm schon. Ist mir scheißegal. Ja, ich hab alle. Bam. Ich hab alle Bildkarten, Freunde. Du. Yeah, natürlich. Dumbledore und Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin. Das waren die 5 Bonuskarten. So. Damit hätte ich alles abgeschlossen. Ich habe alle 80 Bildkarten. Ich habe jede Zauberspruchaufgabe gelöst. Wow, geil. What the fuck war das? Okay, jetzt speichere ich nochmal ab und dann gehe ich jetzt zu Frosty nach draußen. Und der andere Artenlehrerin. Das habe ich gehört. Nein, hast du nicht. Okay. Los geht's. Ja, genau. Guck mal auf die Escape-Button. Da, auf das Ding. Da. Cabretraktum Aufgabe, bing. Draconifors Labyfors Aufgabe, bing. Glatzes Aufgabe. Und bla bla bla. Das wird uns, glaube ich, gleich nochmal gezeigt. Warte, ich habe da ein Geheimnis übersehen. Aber egal, die Geheimnisse, die haben dann eh nur noch Bohnen. Ich wollte einfach nur alle 80 Sammelkarten haben und alle 10 Schilder und so weiter. Nun denn, noch ein Blick auf die Leistungsliste? Dann mal los. Ta-ta-da-da-da, ich hab alles. Gute Arbeit von euch allen. Ihr habt eure Anforderungen fürs dritte Schuljahr erfüllt. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich ausgezeichnet. Ihr könnt alle stolz auf euch sein. Das war wirklich mutig, was ihr für Sirius Black und Seidenschnabel getan habt. Noch schöne Sommerferien, ihr drei. Danke. Yo, Digga! Yay, ich habe das dritte Jahr in Hogwarts abgeschlossen. Harry, du grinst so blöde. Und als der Hogwarts-Express ihn und seine Freunde wieder nach King's Cross brachte, fielen Harry einige Worte von Professor Dumbledore ein. Glaubst du, die Toten, die wir liebten, verlassen uns je ganz? Glaubst du, es ist Zufall, dass wir uns in der größten Not am deutlichsten an sie erinnern? Du weißt, dein Vater lebt in dir weiter, Harry. Und zeigt sich am deutlichsten, wenn du fest an ihn denkst. Ein Spielzeug-Zugo, wie süß! Ja, das war's damit. Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dieses Spiel ist richtig geil, also eigentlich ist es mein Lieblingsspiel in der gesamten Harry Potter-Reihe. Außer vielleicht Harry Potter und der Stein der Weisen, das ist ganz lustig, aber das hier ist richtig cool. Die Grafik ist cool. Ich finde es cool, dass man nicht nur der Hauptquest folgen muss, sondern auch halt diesmal sogar mehr als bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens machen kann. Es ist kürzer als die Kammer des Schreckens, das finde ich irgendwie auch gut, weil Kammer des Schreckens wird irgendwie ein bisschen ermüdend. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu let's playen. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit.
Und ja, dann gibt es bald die Abstimmung, welches Spiel ich als nächstes Let's Playen soll. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei einem meiner anderen Let's Plays. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt lasse ich noch die Dings durchlaufen. Dominic Kennedy, bla bla bla, bla. Alles englische Namen hier, Alter. Germany, Voice Actors. Endemann, Hacker. Johanna C. Neuhold, Hermine. Hamburg, Translation Team. Armin Klaus. Oh Mann. Sind die mal zu Ende? Bäh. Fangen wir jetzt wieder von vorne an, oder was? Seiji Nakamura, Hitoshi Soto, Katsunori Nokushi, Takashi Sashimi. Language Compliance Group, Patrick Klaus. Klaus. Mann, ich laber hier irgendeinen Scheiß zusammen. Ja, das Let's Play ist vorbei. Und es hat mich weniger, also deutlich weniger Parts als Kammer des Schreckens gekostet. J.K. Rowling. Na, wenigstens hast du den Namen richtig geschrieben. Masataka Nemoto. Ah ja, jetzt fängt wieder vorne an. Okay, also, bis zum nächsten Let's Play. Tschüssi!